Hallo liebe Leute, ich grüße euch ganz herzlich und diesmal vom Mond. Man soll es nicht für möglich halten, aber ich bin hier gelandet und spreche zu euch von diesem Trabanten. Er ist 385.000 Kilometer entfernt von unserer Erde. Und ich habe das Vergnügen, nun vom Mond zu berichten, mit Bildern, die noch nie jemand so gesehen hat. Doch natürlich schon so gesehen hat. Unzählige Male im Fernsehen. Ja, merkwürdig ist das alles. Was mache ich hier nun? Nun, es hat mit meinem YouTube-Hobby zu tun. Aber was heißt Hobby? Leidenschaft, meine Damen und Herren. Und nun bin ich eben am Mond und berichte euch davon. Ich meine, vielleicht in einer Weise, wie ihr es noch nicht kanntet. Ich treffe hier Raumfahrer, die normalerweise nicht hier sein sollten, denn das geht ja gar nicht, denn das hat ja gar nicht seine Ordnung, denn was soll ich hier und wen treffe ich hier und wieso sehe ich hier seltsame Raumfahrer, sehr merkwürdig. Das Ganze ist sehr psychedelisch, ich weiß auch nicht, wie ich hier gelandet bin, wie gesagt, aber ich mache den Bericht an euch. Ich meine, seltsame Bilder, alles vom Mond und ich fühle mich auch ganz Natur verbunden mit dieser Natur des Mondstaubes und der Mondoberfläche. Ja, das ist sehr merkwürdig. Ja, es musste ja mal dazu kommen, dass ich total abhebe und jetzt euch was vom Mond zeige. Mond. Ich glaube, ich werde den Film auch einfach Mond nennen. Mond, Mond, Mond. Sehr merkwürdig. Ja, ein sehr individuelles Zeugnis, was ich hier bringe. Ein Video seltsamer Art. Es ist natürlich so, dass auch mit YouTube und mit TikTok natürlich eine Möglichkeit gegeben ist, so individuelle Beiträge zu liefern. Seltsame Filme, seltsame Videos, sehr speziell. Und das ist natürlich dieses Phänomen der Verästelung. Denn es ist so, früher, bevor es die sozialen Medien gab, da konnte man sich ja nicht richtig entfalten. Alles musste in die Schublade hinein. Denn wem wollte man seine Künste zeigen? Ja, wem? Und jetzt mit den sozialen Medien kann man natürlich einfach zu einer Tageszeit etwas aufnehmen und etwas reden, was einen bewegt und ja, alles möglich. Und das ist die Verästelung. Denn da liegt jemand vielleicht nachts in seinem Bett und sagt, ich bin jetzt noch wach. Und alle hören das auf der Welt. Ja, also die das finden. Ne? Und dann hören die dann, ich bin noch wach, ich kann nicht schlafen. Ich gehe in die Küche, ich gehe an den Kühlschrank und hole ein Müsli heraus und so weiter. Und dann sagt dieser Mensch vielleicht dann auch noch, dass ihm gewisse Dinge durch den Kopf gehen und so. Und das kann ja ganz bewegend sein. Ha, ja, genauso wie diese Bilder. Wie gesagt, ich bin jetzt hier am Mond. Ich glaube, meine Situation ist, dass Zeit und Raum keine Rolle spielen. Und deswegen kann ich das sehen, was sich zugetragen hat im Jahre 1969, als ich gerade mal 5 Jahre alt war. 1964 bin ich geboren. Ja, das hat sich alles zugetragen. Und das ist also meine erste Kindheitserinnerung überhaupt. Die erste Landung eines Menschen auf dem Mond. Ja, das habe ich gesehen. Allerdings in sehr unscharfen Bildern. Die sind hier nicht zu sehen. Sondern das ist von einer Kamera, wie gesagt, unabhängig von Zeit und Raum, die das aufgefasst hat. Tja, es ist ein Traum. Ich bin in einer Traumwelt. Und rede davon, was alles so gewesen ist mit dieser Erfahrung, der erste Mensch auf dem Mond. Ich habe ja damals geglaubt, jetzt geht was voran, jetzt werden Mondstädte gebaut und es ist so wunderschön. Man kann vielleicht auf dem Mond leben, in einer wunderbaren Welt, die künstlich erschaffen wird und dann hat man etwas ganz Tolles, denn dann kann man Briefe an die Erde schicken. Ja, Briefe, habe ich mir damals gedacht. WhatsApp würde das heute heißen. Ja, das sind doch ganz interessante Nachtgedanken.
Ich lasse meinen Gedanken freien Lauf und sage euch das alles unverhohlen, ja, aus 385.000 Kilometern Entfernung, denn ich bin ja auf dem Mond und ich weiß ja gar nicht, wann euch diese Botschaft erreicht. An einem Morgen, an einem Mittag, an einem Nachmittag, an einem Abend oder in einer Nacht. Aber lieber Zuseher, sei mir gegrüßt und ich sende dir alles Liebe und ich sage dir, die Verästelung von dem, was man wirklich möchte, ist wirklich toll, wenn man dem nachgeht. Denn so konnte ich das hier jetzt in YouTube senden und das ist wunderschön. Mir war danach und YouTube hat ja damals den Wahlspruch gehabt, gib dich selber heraus. Aber man könnte auch sagen, gib dich selber heraus, weil dir danach ist. Alles Liebe und Gute erstmal. Bis zum nächsten Video. Und was das so bringt, das weiß ich nicht. Aber wir werden das alle gemeinsam in Erfahrung bringen. Alles Liebe. Tschüss. Atlantisart lässt grüßen. Ciao, ciao.